Hierfür braucht ihr einen Grabstein, den kauft ihr entweder für 2000 Punkte oder ihr bringt den schon von vornherein mit ins Game. Dann packt ihr alle Items, die ihr duplizieren wollt, in euer Rucksack und ich würde euch noch empfehlen, einen großen Rucksack reinzupacken, damit ihr, falls ihr gleich wieder reinkommt, euren Grabstein komplett leer machen könnt. Wenn ihr dann nun alles habt, dann lasst euch von irgendeinem Zombie down gehen oder ihr könnt euch auch selber töten, spielt keine Rolle. Dann blutet aus oder drückt einfach auf Aufgeben und danach drückt auf Spiel verlassen. Wenn ihr das Spiel dann verlassen habt, dann ist euer Rucksack komplett leer und nehmt auch Täuschgranaten mit, damit ihr in Ruhe euren Grabstein gleich leeren könnt und danach sucht wieder ein Spiel. Wenn ihr einem neuen Spiel gejoint seid, dann werdet ihr sehen, dass euer Grabstein auf dem Bildschirm angezeigt wird und dort müsst ihr jetzt wieder hingehen. Ihr müsst euren Grabstein komplett leeren, denn wenn ihr den nicht komplett leert und dann sterben solltet, dann ist euer Grabstein weg, Leute. Also großen Rucksack am besten mitnehmen, direkt ausrüsten, Grabstein komplett leer machen und danach geht zu einem Story-Exfil. Ich nehme hier immer den Shepard-Exfil, da hat es bei mir immer super gut geklappt, aber ihr könnt auch die anderen Story-Exfils nehmen. Danach ruft den Helikopter und wenn ihr dann drinnen seid, Leute, ist der Countdown da und jetzt müsst ihr, sobald euer Bildschirm schwarz wird, das Spiel beenden. Auf der Konsole müsst ihr Anwendung schließen machen, auf PC Alt F4 oder über den Task Manager die Anwendung schließen. Wenn ihr das Spiel dann wieder startet, dann habt ihr all die Items in eurem Rucksack von der letzten Runde, die ihr dupliziert habt. Der nächste Glitch ist, wie man die Ätherklingen dupliziert. Und zwar braucht nur einer von euch die ausgerüstet zu haben und ihr könnt das jeden droppen. Ihr geht zu einer Munitionskiste, wirft eure Ätherklinge, wechselt ganz schnell auf euren Rucksack, Leute, und schmeißt die Klinge, die ihr drin habt, einmal raus. Und nach ein paar Sekunden kommt die geworfene Klinge wieder zurück und die vom Boden könnt ihr auch filmen und jemanden droppen. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Juggernaut Killstreak verdoppeln könnt. Ihr braucht natürlich den Jugger, kriegt ihr in der Zone 3 vom Shop für 10.000 und dann Cluster Me. Natürlich könnt ihr auch andere Punkteserien nehmen, aber ich habe jetzt die genommen, weil die 2.000 kosten. Und zwar müsst ihr jetzt gleichzeitig die Tasten, um den Jugger rauszuholen und die Clustermine vom Boden aufzuheben, gleichzeitig drücken. Und dann seht ihr, Leute, euer Jugger ist auf dem Boden, aber ihr habt noch einen in der Hand und das könnt ihr dann beliebig oft machen. Bei mir sind das die Tasten 3 und E. Mit 3 hole ich meinen Jugger raus und mit E hebe ich die Punkteserie auf dem Boden auf. Ich zeige es euch nochmal. Ich drücke 3 und E gleichzeitig, während ich auf die Clustermine schaue. Und ihr seht dann, euer Jugger, den ihr in der Hand hattet, fliegt auf den Boden, aber ihr könnt noch trotzdem einen werfen. Glitch Nummer 4 ist der God Mode Glitch. Hierfür braucht ihr einen Juggernaut, Leute. Ihr legt euch neben den Juggernaut komplett auf den Boden. Jetzt müsst ihr die Taste gedrückt halten, um den Jugger aufzunehmen und direkt danach müsst ihr anfangen loszurennen, Leute. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann habt ihr diese Animation, sodass sie im Boden drinnen läuft. Und hier müsst ihr auch aufpassen, ihr dürft nirgendwo drüber klettern, weil euch das aus dem Glitch nimmt. Ihr müsst jetzt nur noch warten, bis der Timer von Juggernaut abläuft und danach müsst ihr einen Hechtsprung machen, um wieder rauszukommen. Und jedes Mal, wenn ihr einen Hechtsprung macht und liegt, seid ihr im God Mode, Leute. Also immer, wenn ihr keinen Schaden bekommen wollt, macht einen Hechtsprung und am besten schaut auf den Boden. Weil wenn ihr nach oben schaut, dann kriegt ihr auch Damage, aber wie ihr seht, wenn ihr auf den Boden schaut, kriegt ihr keinen Damage, Leute. Und jedes Mal, wenn ihr halt losrennt, müsst ihr wieder einen Hechtsprung machen, damit ihr keinen Schaden bekommt. Ihr dürft auch in diesem Glitch kein Fahrzeug benutzen, ihr dürft nicht schwimmen oder den Versenker benutzen, halt so, dass ihr einen Fallschirm aufmacht. Und wenn ihr den im Dunkeläther machen wollt, dann fangt erst den Glitch im Dunkeläther an, Leute. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass ihr von Projektilen getroffen werden könnt. Also Söldner können euch trotzdem abschießen, der Mimik kann euch da rausziehen und der Mangler kann euch auch anschießen. Der nächste Glitch ist, wie ihr eure Wunderwaffen auf Packer Punch 4 verbessert. Und zwar müsst ihr einen Juggernaut werfen und die Wunderwaffe, die ihr auf Stufe 4 verbessern wollt, muss im zweiten Slot sein. Ich zeige euch das jetzt mit der Raygun. Geht in den Jugger rein und wenn der Timer vom Jugger abgelaufen ist, dann werdet ihr sehen, dass die Raygun jetzt nicht mehr gold ist, sondern grau. Und diese könnt ihr jetzt natürlich verbessern, indem ihr ein Werkzeug benutzt. Ich benutze zum Beispiel das goldene Ether-Tool und packt noch ein Kristall Packer Punch 3 drauf. Ihr könnt auch normal punchen, wenn ihr wollt. Und diese Raygun ist jetzt nochmal gepuncht. Die ist ungefähr so stark, als würde man einen Packer Punch Stufe 4 machen. Es geht ja nur bis 3, wie man weiß. Aber schaut euch mal den Damage an, Leute. Die normale Raygun macht auf jeden Fall nicht so ein Damage. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr den Glitch auch macht, dann würde ich die VR11 benutzen, weil die macht extrem viel Schaden. Zum Beispiel braucht ihr für den Megascheuser mit dieser Waffe nur 2 Schüsse und dann ist er down. Und mit keiner anderen Waffe kriegt ihr den so schnell down, Leute. Bei dem hier weiß ich nicht mal wirklich, ob das ein Glitch ist. Und zwar könnt ihr mit der Versenger unendlich fliegen. Jedoch muss sie einmal gepuncht sein, mindestens. Und wenn ihr die gepuncht habt, Leute, dann geht zu einem Kran. Seid euch komplett nach oben. Und oben angekommen, müsst ihr die Versenger einmal rausholen und komplett laden, sodass ihr in die Luft fliegt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann öffnet kurz euren Fallschirm
und holt direkt wieder die Versenger raus und ladet sie bis 70% und lasst los. Und so könnt ihr dann um die ganze Map fliegen. Und falls ihr keine Munition mehr in der Versenger haben solltet, dann macht oben einfach kurz den Fallschirm auf und bleibt in der Luft, bis sich die Versenger ein bisschen aufgeladen hat, so wie ich jetzt. Und danach könnt ihr einfach weiterfliegen. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann lasst jetzt ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.